Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Herzliche Grüße an das 13. Eurosymposium in Konstanz unter der Leitung von Frank Palm. Ich freue mich, Ihnen hier heute da einen kleinen Beitrag zu leisten zu dürfen. Gleichzeitig begrüße ich natürlich auch die live zugeschalteten Zuschauer auf ZWP Online und Facebook. Ja, wir sind auf beiden Kanälen live zu sehen. Gleichzeitig gehen natürlich die Grüße auch raus an das ÖMUS-Team in Konstanz und das ÖMUS-Team hier, die das möglich gemacht haben, diese Live-Schalte zur Verfügung zu stellen. Und wir haben natürlich auch das Team hier, das ich begrüßen möchte. Das ist einerseits Frau Heugt, Frau Beck im Hintergrund und Frau Günther, die uns zur Verfügung stehen und hier das Ganze steril und so gut wie möglich über die Bühne bringen lassen. Und natürlich ganz wichtig, im Mittelpunkt steht hier heute der Patient. Wir haben Ihnen einen interessanten Fall zusammengestellt. Ich denke nicht, dass es chirurgisch so herausfordernd sein sollte, aber die Kombination aus den einzelnen Abteilungen sind hier an diesem Fall sehr schön zu demonstrieren. Ich würde jetzt gern überleiten zur einführenden Präsentation. Ein Hauptaugenmerk in meiner Tätigkeit ist eigentlich die Kommunikation und die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachabteilungen, sei es jetzt Endodontie, Prothetik, konservierende Zahnmedizin oder auch die Zahntechnik. Und ich denke, dass gerade in der Implantologie hier viel Nachholbedarf ist. Wir sind aus einer Zeit gekommen, wo wir früher sehr knochenorientiert implantiert haben. Die Chirurgen haben sich als die Krönung der Schöpfung gesehen und die Prothetiker mussten dann häufig das Ganze ausbaden. Das hat sich geändert. Wir arbeiten heute in einem sogenannten Backward Planning. Das heißt, wir wollen vorher festlegen, wo nachher die Krone zu sein hat und darüber die Implantatposition bestimmen. Lassen Sie uns einmal kurz in den Fall hineingehen. Wenn wir hier über den digitalen Workflow reden. Moment. Hat sich mein steriler Präsenter hier doch. So, schauen wir mal. Ja, jetzt kommen die ersten Bilder. Sehr gut. So, also in der Mitte steht natürlich der Patient. Um den dreht sich alles und er soll nachher zufrieden herausgehen. Das heißt aber auch, dass seine Wünsche und Vorstellungen von uns beachtet werden. Wir nicht bei jedem Patienten das maximal Mögliche veranstalten, sondern angepasst an die jeweilige Situation dem Patienten das empfehlen, was wir für sinnvoll erachten. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Chirurg, Prothetiker und Zahntechniker ist in diesem Zusammenhang ein sehr wichtiges. Und ich denke, dass früher sehr viel auf den Zahnarzt dort abgewälzt worden ist. Ich denke, dass der Zahntechniker einen viel wichtigeren Standpunkt heutzutage in diesem ganzen Geschehen hat. Vor allen Dingen, wenn wir über den digitalen Workflow reden. Es ist schon eine Herausforderung, immer wieder die neuen Telefone begleiten zu dürfen mit ihren Neuerungen in der Software. Und was meinen Sie, was auf so einem jungen Gebiet der, des digitalen Workflows alles an Innovationen jährlich hinzukommen? Und da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Und da hilft es uns, wenn wir den Zahntechniker hier eine wichtige Aufgabe zukommen lassen, nämlich das Ganze zu koordinieren und am Puls der Zeit, vor allen Dingen in der Frästechnik, da auch zu bleiben. Gehen wir kurz in einen beispielhaften Fall hinein. Hier, wie bei der Patientin auch, wurde der Kiefer zunächst mit dem Trios gescannt. Das ist der 3-Shape. Und wir haben jetzt hier eine Echtzeitaufnahme einer 4-6 Einzelzahnlücke, wie auch bei der Patientin. Und Sie können einmal anhand dieses Scans schauen, wie schnell das Ganze vonstatten geht. Das heißt, wenn einmal die Region dargestellt ist, dann wird noch ein Full-Arch-Scan gemacht. Sie sehen, die Kamera geht relativ schnell über die Zähne, über die Zahnreihe hinweg. Im rechten unteren Bild sieht man das Live-Bild der Kamera und im linken Bild sieht man tatsächlich das, was der Computer auch erkennt. Die Geräte haben sich extrem verschnellert. Also die Geschwindigkeit, mit der heutzutage dreidimensionale Vektoren dort aufgenommen werden können, ist beeindruckend. Sie sehen, wie schnell das Modell im Computer entsteht. Und nachdem man einmal wieder zurückgekommen ist auf der Innenseite,
sehen wir nach genau einer Minute und, schauen wir mal, einer Minute und 11 Sekunden ist der Unterkiefer gescannt. Und jetzt denken Sie sich, naja gut, das macht doch meine Helferin mit dem Abdruck genauso schnell und ich bin gar nicht im Zimmer. Ja, was meinen Sie, wer bei uns diesen Scan macht? Das macht genauso auch die Helferin, das macht nicht der Arzt. Und das Schöne ist, wenn hier Scanfehler sind, dann sind die nachher auch zu sehen und dann kann man diese selektiv danach nochmal korrigieren. Das heißt, ein Abdruckfehler ist manchmal sehr schwer zu sehen, vor allen Dingen, wenn er verzogen wurde, auch nur schwach verzogen wurde. In der digitalen Technik haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze besser zu kontrollieren, aber auch zu delegieren. Und dann haben wir die Situation, Oberkiefer, Unterkiefer scannen. Das Ganze wird dann noch einmal in der Bisssituation gescannt. Das heißt, da wird auch hier wieder das Live-Bild des Scans, einen Moment, da geht's los, wird einmal die Okklusion gescannt und das wird nicht über den ganzen Kiefer gemacht, sondern tatsächlich nur auf der linken Seite, auf der rechten Seite dort, wo es beim Patienten dann darauf ankommt. Und das reicht dem Computer schon aus, um hier die Bisslage eindeutig zu bestimmen. Sie sehen die zugeordneten Bereiche in blau dargestellt und damit ist das Ganze fertig für den Versand. Sie sehen hier nochmal die Trios-Scan-Einheit und das Ganze wird in einem STL-Datenformat versendet. Das ist das universelle Datenformat hier. Und manche Systeme sind da offen, manche Systeme sind geschlossen. Wichtig ist halt, dass der Zahntechniker dieses STL-Format bekommt, ob er jetzt die offene Variante über den Trios hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist das alles, was eigentlich der Prothetiker in dem Moment machen muss. Viel mehr ist es nicht. Und dann schickt er den Patienten zum Chirurgen, sei es eine getrennte Vorgehensweise hier. Und wenn wir jetzt auf das Bild weitergehen, dann schaut der Chirurg, ob es überhaupt theoretisch möglich ist oder mit welchem Aufwand es möglich ist, hier an der Stelle das Implantat zu setzen. Und er hat natürlich im dreidimensionalen Bild, wie hier in dem DVT, die Möglichkeit, sehr genau diesen Unterschnitt der Linea myloidea zu sehen. Ist da eine direkte Verschraubung zum Beispiel möglich? Ist das Ganze möglich zu implantieren, ohne eine Augmentation durchzuführen? Aber hier in diesem Bild der Patientin sehen wir eigentlich eine sehr generöse Knochensituation. Der Zahn ist vor mehr als einem halben Jahr gezogen worden. Wir sehen eine komplette knöcherne Verbauung und wir sehen auch eine leichte Sklerosierung. Das heißt, wir haben tatsächlich auch den Verdacht, dass das Ganze relativ fester Knochen auch ist, auch im Spongiosa-Bereich. Und so kommt der Chirurg zu der Ansicht, also hier wäre zum Beispiel eine provisorische Sofortversorgung möglich und telefoniert mit dem Prothetiker und sagt, passen Sie auf, chirurgisch gesehen können wir eine verschraubte Situation hier anbieten. Das heißt, die Implantatposition kann so gestaltet werden, dass nachher okklusal der Schraubenkanal durchtritt oder wir können sogar eine provisorische Sofortversorgung hier in einer One-Abutment-One-Time-Situation generieren. Das heißt, er nimmt diese Daten und schickt sie im DICOM-Format auch an den Zahntechniker. Das heißt, der Prothetiker schickt sein STL-Format, der Chirurg schickt seine DICOM-Daten. Sie haben bis jetzt noch nicht gesehen, dass irgendwo eine Schablone hergestellt worden ist. Sie haben noch nicht gesehen, dass hier irgendwo ein Wex-Up entstanden ist. Und der Zahntechniker bekommt diese beiden Daten. Wichtig bei dem DVT ist, wenn man das Ganze schablonenlos zunächst gestalten möchte, dass wir die Weichteile freistellen. Das heißt, jeder Patient, der früher von uns in Okklusion geröntgt worden ist, kriegt heute eine Watterolle zwischen die Zähne gesteckt. Er kriegt rechts und links Watterollen in das Vestibulum eingesteckt. Der Bereich der zu implantierenden Bereich gebracht, damit der Bereich der Weich muss so gut wie möglich von Luft umgeben sein, damit wir einen schönen Weichteil-Luftkontrast haben. Und der Gaumen muss frei von der Zunge sein. Das heißt, im DVT darf nicht wie beim Orthopantomogramm die Zunge am Gaumen sein, sondern am besten ist der Gaumen so frei wie möglich. Und damit hat plötzlich der Zahntechniker die Chance, über die Weichteil-Luftgrenzen die DICOM-Daten mit den STL-Daten zu matchen. Das heißt, der Zahntechniker bekommt das DICOM-Format und die STL-Daten zusammen. Und je mehr Schleimhaut beim Scan aufgenommen worden ist, desto besser ist es für den Zahntechniker, weil er natürlich im Bereich der Metallrestauration nicht so klar im DVT das Ganze zusammenbringen kann. Und dann schickt der Zahntechniker das Ganze
in seine Planungssoftware. Und bei den Planungssoftwaren, und diesen Fall habe ich hier mit dem Zahntechnikermeister Gerhard Stachuller zusammen geplant, muss man ganz klar sagen, wird man eigentlich erschlagen. Und wenn man mal hier eine kleine Auswahl dessen, was auf dem Markt ist, hier darstellt, dann ist uns auch plötzlich klar, warum das eigentlich eine zahntechnische Domäne mehr und mehr wird und weniger der Zahnarzt sich hier den Kopf zerbrechen sollte. Dieser Fall wurde umgesetzt mit dem SMOP, mit der SMOP-Software. Die SMOP-Software ist vom Ansatz her eine sehr angenehme Software, weil sie nämlich nicht nur einen freien Import der STL- und DICOM-Daten erlaubt, sondern sie erlaubt auch den freien Export dieser Daten. Das heißt, dass ein Labor seine vorhandenen Fräseinheiten oder seine vorhandenen Drucker sehr gut damit einsetzen kann. Und wenn es nicht da ausgestattet ist auf dem Gebiet, dann kann das Ganze auch noch über die Dedicam-Schnittstelle nach außen verlagert werden. Hier jetzt unser aktueller Fall von unserer Patientin, Frau R. aus B. an der S. Sie sehen zunächst den Unterkiefer-Scan im linken oberen Feld, dann die Okklusion mit dem Oberkiefer zusammen im rechten oberen Feld und, jetzt kommt's, ein digitales Wax-Up der Situation in der Lücke. Das heißt, es wird kein Handschlag mehr am Gipsmodell gemacht, es wird nicht mehr mit Wachs oder mit Kunststoffzähnen gearbeitet, das ist alles eine digitale Vorplanung, es wird kein Modell erstellt. Und wir haben den Zahntechniker noch gar nicht gesehen, denn der sitzt ja in diesem Fall hier in Mühlhausen, das ist in Bayern. Und dafür kommt er nicht nach Berlin und wir müssen auch nicht mal die Post dafür bemühen. Er produziert nicht nur die virtuelle geplante Krone, sondern und bei uns ist es so, dass der Zahntechniker dann als ersten Vorschlag eine okklusal verschraubte Implantatposition vorgibt und jetzt kommt der digitale Workflow da wieder ins Spiel, jetzt kommt die Kommunikation ins Spiel, entweder er schickt dann einfach nur Schnittbildauszüge aus seiner Implantatplanung, wenn man den Techniker mehr vertraut, dann geht es in die Richtung, oder wir machen eine Teamviewer-Sitzung, wo wir gemeinsam entscheiden, an welcher Position ist das Implantat optimalerweise zu stellen. Und wenn das von mir abgesegnet ist und vom Prothetiker abgesegnet ist mit dem Wax-Up, dann geht das Ganze schon in die Umsetzung. Das heißt, es wird aus dem Datensatz des Implantates die Schablone erstellt, die Bohrschablone und hier in dem Fall eine Full-Guided-Bohrschablone, auch über das SMOP-Design. Und wir haben bei SMOP als einem der wenigen Implantatplanungssoftwaren die Möglichkeit, die Rotationseinstellung des Implantates zu übertragen auf die weiteren Schritte. Das ist wichtig, gerade wenn wir in dem Bereich darüber nachdenken, dass wir eine One-Abutment-One-Time-Situation bei der Implantation schon durchführen wollen. Es gibt wenig Programme, die da noch auf dem Gebiet tätig sind. Dann bekommt man sein Bohrprotokoll, man bekommt einen Ausdruck und die Schablone. Parallel wird natürlich dann die Implantatfirma angeschrieben. Hier in dem Fall arbeiten wir heute mit Camlog. Wir haben auch die Unterstützung von Camlog bei dem Fall. Und wir implantieren hier bei unserer Patientin, wie man auf dem Ausdruck sieht, ein 4,3 mm 11 Millimeter Länge Implantat, full guided gesetzt. Alles in Ordnung? Gut. Und die Schablone liegt dann kurze Zeit später im Briefkasten. Bis jetzt habe ich den Techniker noch nicht gesehen und den Prothetiker auch nicht. Hier ist jetzt der Übergang, wie der Techniker die Implantatposition über ein virtuelles Scan-Abutment auf die weitere Software überträgt, die weitere Planungssoftware, die weitere Umsetzung für die Abutments und für die Kronen. Und hier in dem Fall wurde das Ganze dann mit Dedicam, der Software von Dedicam und dem Schleifzentrum von Dedicam umgesetzt. Und mit Dedicam bekommt die Implantatposition über das virtuelle Scan-Abutment, designt das Abutment und die Krone dazu. Das Abutment wird hier in dem Fall die Abutment-Kronengrenze wird in dem Fall so gestaltet, dass sie nachher so gut wie möglich supragingival legen sollte und natürlich im Design des Abutments mit diesem konkaven Design hier einen Schutz der Gingiva darunter durchführt. Es gibt andere
Möglichkeiten, das Ganze noch umzusetzen. Wir haben entweder eine Zirkonoxidbasis oder eine IMEX-Basis und Sie sehen, was es für weitere Möglichkeiten über die Titanbasen wie auch die IMEX oder Zirkonkronen oder wie in unserem Fall eine Telio, das heißt eine PMMA-Krone zur provisorischen Versorgung gibt. Lassen Sie uns bitte in den Situs mal schauen. Würden Sie einmal bitte den Mund öffnen? Mund mal bitte öffnen. Wir können jetzt hier sehr schön, wie in der Einleitung dargestellt, die Einzelzahnlücke Regio 4-6 sehen. Der Fünfer ist nicht angelegt und wir werden jetzt einmal die Bohrschablone einprobieren. Das Schöne an den SMOP-Bohrschablonen ist, dass sie eine sehr starke Freilegung der Zähne haben. Das heißt, wir haben eine sehr gute visuelle Kontrolle, ob die Bohrschablone an Ort und Stelle sitzt. Und die SMOP-Bohrschablonen sind so generiert, dass sie einen leichten Unterschnitt haben. Das heißt, sie sitzen ganz leicht unter dem prothetischen Äquator, sodass sie wirklich aufsnappt und dann eigentlich relativ stabil an Ort und Stelle sitzt. Ja. Wir verifizieren nochmal die Position, das passt alles, es gibt keine Inkongruenzen, gerade an den Schlüsselstellen guckt man, sitzt die Schablone unten, das ist der Fall, und dann gehen wir weiter vor. Eine kresthale Schnittführung ist von mir bevorzugt. Die kresthale Schnittführung, weil wir von Kleinheinz, von der Veröffentlichung von 2005 wissen, dass gerade in der kresthalen Zone keine Anastomosen sind, eher eine avaskuläre Zone vorhanden ist. Das heißt, dass hier die Blutung am geringsten ist und auch die Gefahr, später Nekrosen zu bekommen, sehr gering ist. Ich gehe mit einem kleinen, scharfen Löffel für die initiale Lösung der Weichteile hier hinein. Entscheidend ist es, sofort die richtige Schicht zu haben, nicht erst supraperiostal versuchen, das Ganze zu zerreißen. Teilweise scharf, hier noch kleine Adherenzen gelöst, sodass man das Ganze zur Seite klappen kann und das Ganze natürlich auch wieder anfangend an den Nachbarzähnen leicht nach lingual, weil wir natürlich nicht wollen, dass dann bei dem Bohrvorgang hier die Schleimhaut ebenfalls zur Seite gebohrt wird und nachher nicht mehr an Ort und Stelle vorhanden ist. Also, wir planen heute eine Implantation in dieser Region im One-Abutment-One-Time-Verfahren mit einer provisorischen Sofortversorgung. Schablone wird eingesetzt, sitzt perfekt und wir kommen zum Bohrprotokoll. Entscheidend ist hier, dass wir einen Patientenbohrer benutzen und ein Patientenbohrer haben die Möglichkeit, noch innen gekühlt zu sein, was, wenn Sie sehen, wie schlecht hier dann beim Bohren natürlich die Kühlflüssigkeit an Ort und Stelle zu kommen hat, wenn man von der Seite das Ganze kühlt, Innenbohrung. Und je nachdem, welche Implantatgröße und Länge man geplant hat, bekommt man ein für Sie auf diesen Fall zugeschnittenes Bohrerset zugeschickt von der Firma. Hier sehen Sie jetzt die Möglichkeit der Innenkühlung bei diesem System. Sie sehen die initiale Führung über die Hülse und wir fangen mit kurzen Implantatbohrerlängen an. Und hier oben ist ein Tiefenanschlag, den wir dann zur Kontrolle haben. Wichtig ist die manuelle Fixierung der Bohrschablone bei den Bohrvorgängen, damit leichte Abweichungen gerade in der Knochenhärte nicht dazu führen, dass man die Schablone aus Versehen zur Seite drückt oder zur Seite drücken lässt. So.
Und hier haben wir eins der Punkte, den man manchmal begegnet bei der Implantation über eine geführte Schablone. Vor allen Dingen, wenn man die Implantatposition ein bisschen tiefer plant. Ich bräuchte mal ein Handstück, bitte. Können wir bitte einmal auf die Präsentation zurückstellen? Dann würde ich Ihnen gerne ein relativ typisches Problem der voll navigierten Implantation demonstrieren. Wenn wir nämlich die Implantatposition leicht subkristall planen, muss ich einmal kurz vorschalten, dann geraten wir in die Problematik, dass manchmal der Führungsstift, der Führungszylinder des Bohrers unten auf den Knochen auftrifft und dadurch die endgültige Bohrlänge nicht erreicht wird. In dem Fall muss ich natürlich im oberen Bereich den Knochen leicht reduzieren. Ja, bitte. In dem Moment muss ich natürlich den Knochen im oberen Bereich leicht reduzieren. Das ist aber kein Problem. Sie können es jetzt hier im rechten Bild ganz gut erkennen, dass wie da die Führungszylinder zunächst auf den Knochen aufkommt, obwohl noch nicht die Endlänge erreicht ist. Manchmal kann man das umgehen, indem man die Implantathülse eine Bohrerlänge höher setzt, was in dem Fall jetzt hier vorher nicht aufgefallen ist. Ist kein großer Abstand und ich reduziere dann mit dem Handstück und einem groben Diamanten hier mit einer Außenkühlung den Knochen an Ort und Stelle. Sie sehen da schon jetzt die Initialbohrung. Ich fordere natürlich unsere Online-Community auf. Sie können über den Chat hier Fragen stellen. Die werden wir versuchen, nach dem Eingriff auch direkt zu beantworten. Manchmal gibt es auch Rückfragen wegen der Handschuhsituation. Sie sehen, dass nur die Personen, die direkt am Patienten tätig sind, das heißt die Personen, die sich kontaminieren mit Speichel, Blut oder anderen Flüssigkeiten, die tragen bei uns die Handschuhe. Und alle anderen Personen, die hier im Raum sind, die uns Sachen anreichen, die tragen keine Handschuhe, um einfach klarzumachen, dass sie nicht in dieser sterilen Zone hier arbeiten. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Die Bohrschablone wird wieder eingesetzt. Der Bohrer ist schon gewechselt. Und wir gehen noch einmal hier, einmal Kopf ein bisschen nach links, sehr gut. Wir gehen hier noch einmal auf Tiefe. Und Sie sehen jetzt, wie der Bohrer wirklich bis unten auf den Anschlag der Bohrhülse auftrifft. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt im Bohrprotokoll weiter fortfahren. Es wird jetzt immer in einer aufsteigenden Länge das Implantatbett aufbereitet. Bei ungefähr 500 Umdrehungen mache ich das, relativ geringtourig, manchmal noch weniger. Und immer auf die Kühlung achten, etwas pulsierend arbeiten, nicht konstant den Bohrer in die Tiefe halten, sondern Sie müssen der Flüssigkeit auch die Chance geben, dort anzukommen. Ich habe auch das Gefühl, es ist ja ein sehr schöner, harter Knochen. Ja, das heißt, unser Plan, das Ganze provisorisch sofort zu versorgen, wird wahrscheinlich aufgehen, aber das sieht man immer erst zum Schluss. So, jetzt sind wir schon bei der 11er Bohrerlänge vom Pilotbohrer. Ja, 11er Länge, Moment. Da ist immer alles gut markiert, sodass man sich nicht vertun kann. Und wieder vorsichtiges Hineingehen und dann bis auf Anschlag den Bohrer hier in pumpenden, langsamen Drehbewegungen nach unten verbringen. Diese Pilotbohrer sind bei weichen Knochen nicht immer zwingend notwendig, aber ich finde es ganz schön, weil wir haben die Möglichkeit,
auch zwischendurch eine visuelle Kontrolle des Ganzen mal durchzuführen, denn letztendlich sind Sie als Chirurg in der Verantwortung, das Ganze auch nervschonend durchzuführen. Ja, und wenn dann die Schablone irgendwo einen Fehler hätte, und da sage ich Ihnen, das sind weichteilgetragene Schablonen mehr als zahngetragene, dann wäre es natürlich gut, wenn wir diesen Fehler relativ früh in der Operation entdecken und nicht erst am Knochen vorbei bohren oder vielleicht lingual schon perforieren. Als nächstes folgt die Aufbereitung mit den Formbohrern in der entsprechenden Breite. Wie gesagt, das Ziel ist es heute, 4,311 mm hier zu platzieren. Oh. Können Sie bitte die Krone noch von meinem Tisch holen? Und das Apartment. Holen Sie mal einen von vorn. So. Wenn es ein sehr weicher Knochen ist, dann gehe ich bei diesen Bohrern nicht immer gleich auf die volle Länge, weil sie bereiten immer sofort im richtigen Durchmesser auf. Das heißt, sie haben nicht mehr die Möglichkeit, nachher die Primärstabilität über die Länge zu bestimmen, sondern es ist tatsächlich eine Funktion der Bohrtiefe, die hier durchgeführt wird. Ah, sehr schöner fester Knochen haben. Sehr schön festen Knochen haben Sie hier. So. Und jetzt sind wir hier. Bei der Endbohrung machen Sie es mir am besten hinten schon ins Gefäß hinein. Ja? So. 4,311 mm. Ich werde zunächst hier noch nicht ganz auf die endgültige Länge vorbereiten. Ich werde mir nur so einen halben Millimeter da Platz lassen. Und jetzt kommen wir zu der Implantatpositionierung. Und wie ich schon vorab gesagt hatte, haben wir das Problem, dass wir ja die Rotationsachse dieses Implantates auf die provisorische Krone und auf das definitive Abutment übertragen müssen. Könnte ich bitte einmal nochmal die Präsentation haben? Jetzt fürs Einbringinstrument muss zunächst dann die Kühlung dann umgebaut werden, weil das Einbringinstrument keinen Hohlkanal hier besitzt. Das ist auch ein Mehrpatientensystem. So, und jetzt gehen wir mal. Das ist das Bohrprotokoll, das wir gerade durchgefahren haben mit den Pilotbohrungen und den entsprechenden Führungsbohrern bis auf die gewünschte Länge. Und jetzt kommen wir zur Positionierung. Das Implantat können Sie mir auch schon einmal aufmachen und drauflegen. Und diese Positionierung des Implantates ist über eine Markierung auf der Bohrschablone festgelegt. Diese Markierung ist hier, einen Moment. Ja, diese Markierung ist hier auf der Bohrschablone zu erkennen. Sie sehen nicht nur die Markierung hier, diesen Strich in der Bohrschablone, sondern Sie haben auch in dieser eingeklebten Hülse hier diesen Markierungspunkt. Und dieser Markierungspunkt, der muss dann nachher mit dem Implantat, so wie Sie es in der Präsentation sehen, übereinstimmen. Ja, hier sehen Sie, Moment. Hier sehen Sie jetzt das Implantat mit dem Einbringpfosten. Das Implantat ist das ganz normale Implantat, aber für das Guided-System brauchen wir einen Einbringpfosten, weil wir das Implantat auch über die Schablone einbringen wollen. Auch hier haben wir
einer tiefen Markierung, einen tiefen Stopp. Und auch hier haben wir diese Markierung, von denen ich gerade in der Präsentation gesprochen habe. Das heißt, die Bohrschablone wird wieder eingebracht und jetzt über den drehmomentgesteuerten Motor hier das vorsichtige Einbringen in einer ganz langsamen Rotationsbewegung. Also da gehe ich nicht über 15 Umdrehungen in der Regel hinaus, zwischendrin auch mal ein bisschen Zeit lassen, schauen, dass es nicht zu doll irgendwie gerade am Anfang verkantet. Und ich stelle die Rotation immer über den Zahntechniker hier nach vestibulär ein. Ich komme jetzt sehr früh in einen Bereich, wo wir schon bei 30 Newton-Zentimeter sind. Das heißt, ich gehe mit der Bohrung noch ein ganz klitzekleines bisschen tiefer hier. Wechsle noch einmal auf den letzten Formbohrer. Es ist ein D2-Knochen, schon fast dabei, fast so weit, dass man hier einen Corticalis-Bohrer nehmen müsste. So. So, jetzt sind wir in der endgültigen Aufbereitungstiefe. Und jetzt können wir das Implantat wieder einbringen. Können wir jedes Implantat provisorisch sofort belasten? Oder was ist überhaupt notwendig, um ein Implantat einheilen zu lassen? Professor Nentwich sagt immer so schön, es ist wichtig, dass das Implantat während der knöchernen Regeneration, noch mal ein bisschen den Mund öffnen bitte, genau, bei der knöchernen Integration darf das Implantat sich gar nicht bewegen. Das ist richtig. Und das erreichen wir bei einer provisorischen Sofortversorgung auch nur, wenn wir in der auch minimalen Belastung, die es hat, das Implantat stabil halten. Und es gibt verschiedene Veröffentlichungen zu dem Thema und alle haben sich irgendwie auf eine Zahl runtergebrochen und letztendlich sind wir ungefähr bei 35 Newton-Zentimeter, die wir als Primärstabilität erreichen wollen für eine provisorische Sofortversorgung. Mein Motor hört ungefähr bei 25 Newton-Zentimeter auf. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Drehmomentratsche das Ganze auf Tiefe bringen. Ich mal so. Ja. Ich denke, das ist gut zu sehen. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier mit den Nasen auch in die richtige Position kommen. Ich hatte ja, wir sind noch ein bisschen zu hoch. Jetzt kommt es drauf an. Man darf nicht gegen die Schablone kontern. Das heißt, wenn die Nasen aufsitzen, die einbringen, Führungsnasen, dann darf man nicht weiter drehen, weil man sonst das Implantat aus dem Bett wieder entfernt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ein bisschen Licht noch einbringen, perfekt. Das heißt, wir haben das Implantat in der Position, die Einbringen, das Einbringinstrument ist tatsächlich so positioniert worden, dass es mit der Markierung hier auf der Hülse und in unserer Bohrschablone übereinstimmt. Es ist wichtig, auf der Schablone auch die Markierung zu haben. Manchmal dreht sich die Hülse ein ganz kleines bisschen und dann orientieren wir uns plötzlich an einer falsch positionierten Hülse. Und wenn wir jetzt mehrere Implantate setzen wollen würden, dann haben wir über dieses eingebrachte Abutment die Möglichkeit, die Schablone auch weiterhin zu fixieren. Das heißt, jetzt muss ich natürlich hier an der Stelle nicht mehr mit dem Daumen drauf drücken, sondern ich habe jetzt eine primäre Fixierung der Bohrschablone für die weiteren Implantate. Bei anderen Implantatsystemen, nicht bei Chemlock, ist es dann manchmal notwendig, das Ganze noch durch so einen Schlüsselpfosten auszutauschen. Jetzt müssen wir natürlich, um die Schablone zu entfernen, zunächst die Schraube oben lösen.
Und erst wenn wir die Schraube entfernt haben, können wir zusammen mit dem Einbringpfosten uns das Ergebnis einmal anschauen. So. Wir haben jetzt hier eine Implantatposition, die überall genügend umgeben ist von ortsständigen Knochen. Das heißt, wir haben keine Notwendigkeit einer Augmentation, mit welchem Material auch immer. Und wir können nun, weil wir ein ausreichend hohes Drehmoment erreicht haben, die provisorische, definitive Abutment einbringen. Einmal testhalber. Wir sehen hier das Abutment. Sie sehen diese leicht konkave Ausgestaltung des Designs des Abutments. Und wenn ich es jetzt hier einbringe, dürfte es von der Rotation her nur so passen oder in drei anderen Positionen. So ist es dann später geplant. Ich schaue nochmal, ob irgendwo der Knochen an das Abutment stößt, ob wir quasi in der definitiven Positionierung des Abutments hier ein Problem haben. Manchmal sind die Klebebasen unten ja tellerförmig und gestalten uns das Leben dadurch schwieriger, weil wir natürlich dann das Implantat, wenn wir das Bone Level einsetzen, nicht mehr vom Knochen hier befreien müssten. Aber auch das sieht auf der Innen- wie auf der Außenseite sehr gut aus. Das Zirkon-Abutment sitzt in der richtigen Position. Ich habe die provisorische Krone hier auch schon einmal vorbereitet. Und wenn ich sie jetzt hier so einbringe, ohne das Ganze zu verschrauben, dann passt sogar die provisorische Krone approximal perfekt hinein. Das heißt, wir haben die geplante Implantatposition sehr positiv erreicht. Nicht immer ist es der Fall. Manchmal muss man die Approximalkontakte nochmal kontrollieren. Sie sehen sogar, wenn ich jetzt hier unten einmal, kann man den Kopf ein bisschen nach links kippen? Ja, so ist gut. Wenn ich jetzt einmal das Implantat hier darstelle, dass die Abutment-Krone auch wirklich bündig auf dem Abutment sitzt. Und jetzt entnehme ich das wieder und jetzt entnehme ich mir das Abutment wieder und ich kann jetzt das Abutment einbringen. Ich ziehe das Abutment definitiv an. Definitiv heißt hier, bei 4,3 Durchmesser bei Chemlock müssen 25 Newton-Zentimeter aufgebracht werden. Ab 5,0 sind wir bei 30 Newton-Zentimeter und unten auf das Abutment wird von mir ein kleiner Klecks Aureomycin-Salbe aufgebracht. Und diese Aureomycin-Salbe, die ist dafür da, um hier die Matrix-Metalloproteasen zu blockieren. Ja, es geht gar nicht um den antibiotischen Effekt, sondern es geht tatsächlich um die Inhibierung der Matrix-Metalloproteasen. Hier die Abutment-Schraube eingebracht, handfest angezogen und dann wirklich mit der kalibrierten Drehmomentratsche, man kann die Ratschen auch immer wieder einschicken zur Chemlock, zur weiteren Kalibrierung, auf 25 Newton-Zentimeter anziehen. So. Weil das Ziel ist es nachher, das Abutment nicht mehr zu lösen. Ein kleines bisschen warten. Wenn ich das Ganze durchs Weichgewebe hindurch mache, dann warte ich nochmal 5 Minuten, um dann nochmal das Abutment anzuziehen. Hier reicht es mir jetzt, das Ganze nochmal zu kontrollieren. Also bei 25 Newton-Zentimeter löst die Ratsche aus. Hier 25 Newton-Zentimeter an der Ratsche eingestellt. Das Abutment dreht sich nicht mit, das heißt, das Implantat ist primär stabil. Wir sind über 40 Newton-Zentimeter hier bekommen. Ich hätte jetzt gern einmal den Verschluss des Abutments. Und man könnte jetzt ja überlegen, sehr gut,
Man könnte jetzt überlegen, was denn später hier stattfinden kann. Wir haben ja die digitalen Daten vom Abutment, aber letztendlich reicht ja hier dann eine einfache Abformung oder ein einfacher Scan, um die definitive Versorgung durchzuführen. Wir planen nicht, das Abutment wieder zu entfernen. Was ich höchstens noch mache, ist einmal nach der Einheilung nochmal die Abutment-Schraube nachzuziehen auf nochmal 25 Newton-Zentimeter. Und das war es schon. Jetzt wird hier der Schraubenkanal mit dem mit Teflonband verschlossen. Das ist natürlich steriles Teflonband aus dem Dentalfachhandel. Und einen kleinen Klecks Flow bräuchte ich dann noch einmal bitte. Und jetzt können wir schon den Nahtverschluss durchführen. Und es sieht jetzt am Anfang ein bisschen aus, als ob wir zu viel Weichgewebe haben, aber Sie werden auch im Verlauf dieser Heilung hier sehen, wie schön sich das Weichgewebe an dem Abutment orientiert und wirklich die Schutzfunktion, diese konkave Schutzfunktion des Abutments übernimmt und sich an der gedachten Grenze anlagert. Das heißt, ich bringe zwei Einzelknopfnähte hier ein. Jetzt muss ich mal schauen, es ist ein kleines bisschen hier über den Rand, dann werde ich erst das Abutment definitiv verschließen und dann auf den zweiten Schritt erst vernähen. Mhm. Man klickt drauf. Ja. Habe ich noch ein bisschen? Das ist gut. So. Das heißt, es wird ein kleines bisschen Flow hier eingebracht. Einmal Lichthärtung bitte. Und dann bräuchte ich ein kleines bisschen Tembon für die provisorische Versorgung. Reicht. Gut. So, Sie sehen auch, dass ich das Weichgewebe nicht mit der Pinzette fasse. Das ist überhaupt nicht notwendig. Sie haben mit der Nadel alle Möglichkeiten, Ihr Weichgewebe zu führen. Und jeder Pinzettengriff traumatisiert hier in dem Moment die Ränder, die wir vorher so schön schonend mit dem schärfsten Skalpell getrennt haben. Die provisorische Krone wird auch nur vorsichtig mit dem Material, mit dem provisorischen Zement bestückt. Wenn sie sich lösen sollte, ist das nicht ganz so wild. Ich will aber auf keinen Fall zu viel in der Krone haben. Das heißt, sie wird nochmal kurz gesäubert. Hier. So. So. Können wir ein kleines bisschen den Zement haben, bitte? Nur in der Mitte einen kleinen Klecks drauf. Ja, gut. Klein. Oh, hier mittig ein kleiner Klecks. Nicht mehr. Und dann in die definitive Position verbracht. Wichtig für die provisorische Sofortversorgung ist, dass die Krone auf gar keinen Fall in der dynamischen Okklusion steht. Ich nehme sie tatsächlich sogar aus der statischen Okklusion heraus. So, einmal vorsichtig. Kontrolle, nix da. Ja, wenn man wenig einbringt, dann hat man auch keine Überstände. Sehr gut. Und einmal bitte vorsichtig schließen. Ja, noch ein kleines bisschen. Einen Moment. Noch ein. Haben wir das vielleicht auf dem anderen Bild dann nochmal drauf? So, können wir einmal die Kamera ein kleines bisschen hochkippen, bitte? Ja. Ja, und jetzt nochmal schließen, bitte. Kinn noch ein bisschen nach unten rutschen. Ja, so, super. Perfekt. Ja, wir sind noch ein kleines bisschen zu hoch, aber das Ergebnis ist hier
sehr schön. Wir erwarten hier eine wunderbare Heilung im Weichteilbereich. Und nächste Woche werden die Fäden gezogen. Dann lassen wir das Ganze 3 Monate einheilen. Und vielen Dank. Und nach der Einheilzeit gibt es nochmal eine Röntgenkontrolle. Wenn die erfolgreich zeigt, dass das Ganze knöchern eingeheilt ist, dann ist die Versorgung freigegeben für den Scan oder für die Abformung zur weiteren keramischen Versorgung. Wir sind mit der Operation durch. Es hat alles sehr gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist nicht immer der Fall. Man muss immer aufpassen, dass man das nicht versucht durchzudrücken, was man umsetzen will, sondern man muss schon auf die einzelnen Punkte der Operation eingehen. Und wenn es da Komplikationen gibt, müssen diese adressiert werden. Ich höre gerade, dass wir auch Fragen aus dem Chat haben, die wir kurz beantworten wollen würden. Eine Frage ist, kann man die Operation auch mit einer Weichgewebsstanze durchführen, quasi flapless? Ja, kann man tun. Chirurgisch gesehen sehe ich aber keinen großen Vorteil darin, keratinisierte Gingiva zu verschwenden. Wie ich schon gesagt habe, wenn man das Abutment richtig designt, dann lagert sich der Überschuss an Schleimhaut, den wir nachher haben, wunderbar in die Approximalräume und unter das Abutment an. Das heißt, ich sehe eher Vorteile dahin, das Ganze offen zu gestalten, nicht nur wegen der Übersicht. Nächste Frage war, welches Nahtmaterial nehme ich? Ich nehme ein monophiles Nahtmaterial, 5-0 reicht in so einer Situation aus. Ich nehme eine Rundkörpernadel, die eine Spitze hat und halbrund ist. Damit habe ich jegliche Angulation der Nadel unter Kontrolle und zerschneide mir nicht aus Versehen doch noch das Gewebe. Auch wenn sie schneller stumpf wird, muss ich zugeben, dann nehme ich halt mehr. Was passiert, wenn das Implantat nicht fest genug bekommt? Das heißt, wenn ich nicht die 35 Newton-Zentimeter hier erreiche, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das Abutment einzupacken, das Implantat mit einer Abdeckschraube zu verschließen und zuzunähen. Und nach 3 Monaten können wir das vorhandene Abutment gleich als Gingiva-Forma, wie in dieser Situation auch, einbringen, nutzen, die provisorische Krone zur Ausformung nutzen und haben damit keinen Verlust an Material. Aber wir können es halt nicht provozieren. Wir dürfen nicht in ein 20 Newton-Zentimeter festes Implantat oder ein 15 Newton-Zentimeter festes Implantat eine provisorische Krone einbringen und hoffen, dass das Ganze hält. Muss nach der Einheilung das für den Abdruck das Abutment nochmal rausgeschraubt werden, ist eine Frage. Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Das wollen wir nicht. Wir wollen die bindegewebigen Anhaftungen an die Keramikoberfläche hier nicht zerstören. Wir sind der Meinung, dass genau das hier bei diesem Vorgehen verhindert werden kann und dass wir wirklich so steril wie möglich und so sauber wie möglich diesen Weichteilverbund um den Implantatdurchtritt durch das Interface zu erzeugen. Letzte Frage, kann ich auch Chlorhexidin-Gel auf die Abutment-Schraube auftragen? Mein Punkt, warum ich die Auromycin-Salbe benutze, ist einfach, sie hat eine bessere Galenik. Das heißt, sie bleibt sehr viel besser haften auf meiner Schraube, auf dem einzubringenden Pfosten. Und es ist bei uns ein Standard, immer einen Klecks Auromycin-Salbe aufzutragen. Wie gesagt, das Ziel ist nicht die antibiotische Komponente, sondern die Inhibition der Matrix-Metalle-Proteasen. Das wird durch Chlorhexidin-Gel auch erreicht. Was jetzt stärker ist und was nicht, da streiten sich die Gelehrten noch lange drüber, glaube ich. Aber mittlerweile weiß man wohl auch, dass Chlorhexidin-Gel eine gewisse zelltoxische Komponente hat. Und das Thema wird von den Parodontologen zurzeit sehr kontrovers untersucht und diskutiert. Dementsprechend halte ich mich zurück und nehme die Auromycin-Salbe. Ich bin jetzt hier soweit fertig mit der Durchführung der Operation. Wir werden jetzt natürlich noch die Okklusion im Nachbarzimmer einschleifen und eine Röntgenkontrollaufnahme machen. Und ich habe gehört, wir haben gleich noch eine Live-Schaltung in den Vortragssaal. Gut, das wird sich offensichtlich noch ein kleines bisschen verzögern. Ich möchte mich jetzt hier erstmal verabschieden an die Zuhörer und Zuschauer auf ZWP Online und auf Facebook und im Euro-Symposium in Konstanz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Kommen Sie uns in Berlin besuchen. Wir haben im November einen wunderschönen Kongress hier, wenn ich mal kurz mich selbst noch promoten darf, mit dem Dr. Sterzenbach zusammen ins Leben gerufen, die Implantologie-Tage in Berlin, wo wir auch mit Live-Operationen auch wieder online zur Verfügung stehen. Kommen Sie nach Berlin, nutzen Sie die Reise, es ist eine schöne Stadt. Vielen Dank, auf Wiedersehen.